Hallo, in diesem Video geht es um die Bassstimme von Secanto im vierstimmigen Chorsatz von Jacques Michel. Wir starten gleich von vorne. Eins, zwei. Macht einmal die letzten fünf Töne. Probiert mal. Gleich noch einmal. Einmal noch. Wir starten jetzt fünf Töne weiter vorne. Das ist der erste Ton in Takt 6. La, Ne, Canto. Sehr schön. Wir starten noch einmal von vorne. Eins, zwei. Zweiten Teil nehmen wir noch einmal ein bisschen auseinander. Machen wir das Ende bitte einmal. Canto per mamio. Die letzten vier Takte. Einmal nur die letzten fünf Töne. Der Bass 1 bleibt einfach oben auf dem E. Und der Bass 2 geht wieder runter zum A. Machen wir diese fünf Töne. Und nochmal. Und einmal noch. Gut anderthalb Takte davor bei Canto per Mamio. Eins, zwei, drei. Nochmal. Und einmal noch. Jetzt starten wir einmal in Takt 12. Nur diese drei Töne. Nochmal. Jetzt in Takt 11 starten, ein Takt weiter vorne. Jetzt noch ein Takt früher, Takt 10 mit Auftakt, Secanto. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Noch einmal. Weiter.
von vorne. Für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch bei der Erarbeitung von diesem kleinen Stück geholfen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst auch ein Abo für den Kanal da, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Ansonsten bleibt mir nur noch euch einen wundervollen Tag und einen tollen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!